wunderschönen guten Morgen allerseits. Über diese digitale Distanz natürlich wäre ich liebend gerne in Erfurt gewesen. Die originale Begegnung ist hier durch nichts zu ersetzen, aber wir sind in Zeiten, in denen wir das leider nicht so in jedem Fall erleben können. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für die Einladung zur Teilnahme. Freue mich sehr, dass ich ein bisschen was beitragen soll zu diesem Zusammenhang von Medien, Pädagogik und Spielkulturen. Und ja, das Spiel ist das Steckenpferd gewesen, was ich so die letzten Jahrzehnte auch geritten habe, immer fast ein bisschen nebenberuflich, weil ich im Hauptberuf eben Sonderpädagoge war, eben als Lehrer, aber auch einen kleinen Ausflug in die Sozialpädagogik gemacht habe. Ja, und so ist das Thema Spiel an mir hängen geblieben sozusagen. Ja. Und ich würde ganz gerne Sie heute mitnehmen auf eine kleine historische Zeitreise sozusagen in die Zeit vor der digitalen Spielwelt sozusagen, weil dies nach meiner Auffassung hilfreich ist, um zu erkennen, was ist denn das überhaupt Spiel? Und bei dieser historischen Zeitreise habe ich gelernt, dass Spiel sehr viel mit Bildung zu tun hat. Ja? Ich hätte Ihnen gerne heute auch ein bisschen Bildmaterial gezeigt, weil das doch sehr anschaulich ist. Allerdings ist es das Problem, dass wir hier gleich auch aufgezeichnet werden. Insofern muss ich schauen, für was ich die Bildrechte habe. Das wird ja im Augenblick auch juristisch sehr genau nachgezeichnet und ist teilweise mit hohen Gebühren verbunden. Deswegen bitte ich um Verständnis, dass ich keine Bilder hier in meiner Präsentation habe. Kurz zum Überblick. Zunächst mal, wie gesagt, eine historische Rückreise, an deren Ende die Überlegung steht, was hat ein Spiel mit Bildung zu tun? Und letztlich geht es darum, dass wir uns darüber klar werden, was ist das eigentlich Spiel? Und am Ende dieser historischen Zeitreise würde ich gerne meine Antwort liefern auf diese Frage, was ist Spiel? Bevor wir mit dem Spiel in irgendeiner Weise umgehen, von Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen, sollten wir klären, was das eigentlich ist. Und ich bin als Pädagoge, Sonderpädagoge natürlich dann interessiert daran, wie können wir eigentlich Kinder beim Spiel unterstützen, wie können wir ihnen dabei helfen oder sollten wir es lieber ganz lassen. Das ist eine Frage, die durchaus offen ist und die würde ich gerne als zweite stellen. Und eine kleine Perspektive auf die Zukunft würde ich gerne auch hier noch anregen, nämlich die Frage, was hat das eigentlich mit Inklusion oder auch, wie gerade schon gesagt worden ist, mit Teilhabe zu tun. Mit Teilhabe eben aller am kindlichen Spiel ist das Spiel ein Medium, in dem das stattfindet, was wir jetzt allenthalben diskutieren, auch im Bildungsbereich, nämlich die Inklusion. Und das wäre für mich sozusagen der Ausblick. Zunächst ganz kurz zu einer Vorbemerkung. Ich sehe durchaus in der modernen Gesellschaft Gefahren für die Entwicklung des Spiels. Und dazu gehören auf der einen Seite durchaus auch digitale Medien, die Nutzung von digitalen Medien. Und zwar immer dann, das würde ich ganz gerne auch in die Diskussion einwerfen, immer dann, wenn digitale Medien nur in Anführungsstrichen konsumiert werden. Das Problem ist, denke ich, hier von vornherein, dass man versuchen muss, Kinder auch in einen kreativen, in einen gestalterischen Zugang, in einen aktiven Zugang zu bringen zu digitalen Medien. Sie sind nicht mehr aus unserer Welt herauszudenken. Das wäre, glaube ich, völlig der falsche Ansatz. Aber es geht darum, wie wir damit umgehen. Ja. Wir haben zugleich ein völliges Überangebot an Spielzeug. Ich kann nur allen empfehlen, mal in Kaufhäuser zu gehen oder in die berühmten Spielwarenhäuser. Es ist einfach heute das Problem, dass Kinder sehr viel Angebot an Spielzeug haben. Gleichzeitig müssen wir feststellen, dass die Situation, die ich noch als Kind erlebt habe in den 50er Jahren, also einfach rauszugehen auf die Straße und dort Kinder zu treffen, mit denen man spielen kann, dass diese Situation im Grunde genommen nicht mehr so vorhanden ist, vor allen Dingen in städtischen Lebensräumen. Das heißt, wir müssen feststellen, dass wir Spielräume verloren haben. Und damit verbunden war dann der Versuch, dagegen zu halten. Wir haben sozusagen Spielreservate geschaffen, wie Spielplätze oder Spielgruppen oder Institutionen, die Kinder sozusagen aufgenommen haben, um dort eben ihnen die Möglichkeit geben zu spielen. Das nennt man gewissermaßen auch eine Pädagogisierung. Deswegen sehe ich das auch, was ich da selber dazu beitrage, durchaus auch kritisch. Und ich habe mich im Bildungsbereich vor allen Dingen auch mit Bildungsplänen, mit Bildungsstandards beschäftigt. Und hier vermisse ich das Thema Spiel inzwischen fast ganz.
Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich auch mit den Münchner Kolleginnen und Kollegen zusammen war, mit der Aktion Spielkultur und anderen, die dieses Recht auf Spiel sehr stark in den Vordergrund gestellt haben und nochmal auf die UN-Kinderrechtskonvention auch hingewiesen haben. Das ist mehr als nötig, das zu tun. Ich denke, wir tun gut daran, darauf wieder hinzuweisen, weil bin der festen Überzeugung, dass Spiel für Kinder eine Entwicklungsnotwendigkeit ist und eine derart zentrale Lebensäußerung, dass sie darauf lebensnotwendig angewiesen sind, um sich entwickeln zu können, vor allen Dingen in den ersten Lebensjahren. Wie gesagt, mein Fokus ist aus der sonderpädagogischen Berufspraxis heraus vor allen Dingen auch der Zusammenhang von Spiel und Inklusion. Darüber sollten wir uns in der Zukunft noch verstärkt Gedanken machen. Ja? Ich beginne mal mit der historischen Zeitreise und gehe zurück mit Ihnen bis in die Antike. Und es ist ganz interessant, sich da mal mit zu beschäftigen, wie sind die Griechen zum Beispiel mit dem Spiel umgegangen, mit dem Spiel von Kindern. Und da wird auf der einen Seite durchaus die religiöse Bedeutung des Spiels hervorgehoben. Die griechischen Götter haben das durchaus mit Freundlichkeit betrachtet. Teilweise hatte das Spiel sogar rituelle oder religiöse Bedeutung. Das war sozusagen die offizielle Lesart, die Ideologie gewissermaßen, dem steht gegenüber, und das finde ich sehr wichtig, dass man sich das auch in diesem historischen Rückblick deutlich macht, dem steht gegenüber eine sehr, sehr rustikale Art, mit Kindern umzugehen. Die Kindersterblichkeit war noch sehr hoch, aber es war durchaus nicht verpönt, Kinder auch, die nicht gewollt waren, zu töten. Der Kindesmissbrauch war beispielsweise auch weit verbreitet. Es gibt Zeugnisse aus dieser Zeit, dass Kinder von reichen Eltern eine Goldkette mit einer Goldkugel um den Hals hatten, damit deutlich war, diese Kinder durften nicht in irgendeiner Weise missbraucht werden. Das ist zumindest von der historischen Forschung so übermittelt worden. Also der Alltag von Kindern war völlig gegensätzlich in Bezug auf das, was wir von den Philosophen und aus der griechischen Religion sozusagen immer wieder gehört haben. Zugleich hat vor allen Dingen der Philosoph Platon als einer der ersten erkannt, das Spiel ist für die Kinder unglaublich wichtig, eine Entwicklungsnotwendigkeit. Und das Interessante ist dann, dass er aber das Spiel immer in der Nähe der Tempel sozusagen gesehen hat und immer darauf hingewiesen hat, man darf die Freiheit im Spiel nicht zu sehr übertreiben, sondern man muss das einhegen gewissermaßen. Er geht sogar so weit zu sagen, dass das Spiel eine staatstragende Funktion hat und Kinder dabei kontrolliert werden müssen. Ja. Er hat zum Beispiel gesagt, manche Art von Spielen ist für Kinder so ganz natürlich, dass sie dieselben nahezu selbst erfinden, wenn sie zusammenkommen. Deswegen sollen aber auch die Kinder alle miteinander an den Tempeln des Fleckens zusammenkommen. Ihre Ammen sollen dann bei ihnen dafür sorgen, dass es ordentlich und ohne Unarten zugeht. Sie merken schon, dass das mein Interesse geweckt hat. Hier ergeben sich so erste pädagogische Einflüsse auf das kindliche Spiel. Das kann man, wie gesagt, bereits bei Platon nachlesen. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich uns jetzt mal beamen in das Mittelalter und die Zeit der Renaissance. Hier müssen wir feststellen, dass nach der griechischen und römischen Antike das Christentum in Europa sehr, sehr stark in den Vordergrund sich gedrängt hat. Und das ging sogar so weit, dass im Mittelalter bestimmte Spiele verboten waren. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass zur damaligen Zeit Kinder im Grunde genommen alle Erwachsenenspiele auch mitgemacht haben. Also auch Glücksspiele und andere Spiele, die eher Erwachsenen vorbehalten waren, die auch bestimmte, ja, unter Umständen körperliche Auseinandersetzungen enthalten haben. Und man hat versucht, seitens der christlichen Kirche, diese Spiele sozusagen einzudämmen und teilweise auch zu verbieten. Das war zumindest der Versuch. Das hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Und man hat hier schon auch gemerkt, dass im Alltag von Kindern auch wiederum hier eine eigene Dynamik entsteht. Ja. Als Beispiel kann hier sehr schön gelten das Kinderspielbild von Peter Bruegel.
dass eine ganze Reihe von Spielen zeigt, die auf der Straße gespielt werden. Man muss dazu nur wissen, dass das eben keine Szene aus dem Alltag von Kindern war, sondern eher so eine enzyklopädische Darstellung der Spiele, die zur damaligen Zeit gespielt worden sind. Und insofern gibt es auch wieder hier dieses Spannungsverhältnis auf der einen Seite sozusagen die offizielle Lesart, nämlich bestimmte Spiele von Kindern zu verbieten, auf der anderen Seite das Spiel, was sich hier also durchaus Bahn bricht und auch hier von den Kindern nicht sozusagen unterlassen wird. Wir müssen feststellen, dass in dieser Zeit, im Mittelalter, Renaissance, sich allmählich eine eigenständige Kindheitsphase herausgebildet hat, wo auch Kinder sozusagen in ihrer Entwicklung mehr gesehen wurden. Das merkt man zum Beispiel an biografischen Darstellungen, an Bildern, die aus der Zeit überliefert sind von Kindern. Also sie wurden langsam aber sicher auch als eigenständige Lebensphase anerkannt, wobei viel noch durch die Erwachsenen geprägt waren und der Unterschied zwischen dem Spiel der Kinder und dem Spiel der Erwachsenen nicht so wahnsinnig groß war. Sehr aufregend finde ich einen Fund, an dem ich immer noch arbeite, eine Schule des Spiels in Mantua, die aus dieser Zeit stammt und verbunden ist mit dem Namen Vittorino da Feltre, der an dieser Schule der Schulleiter war. Und hier in den Plan der Schule zu der damaligen Zeit, das muss man sich mal vorstellen, bereits das Spiel aufgenommen hat, das Spiel auch selbst beaufsichtigt hat. Und das war Bestandteil des Lehrplans. Ja. Hier merkt man also, dass so ganz langsam auch erzieherische Einflussnahme auf das Spiel stattfindet. Ja. Zusammenfassend habe ich das mal so versucht zu formulieren, dass der Titel dieser Schule, nämlich Casa Giocosa, also Schule des Spiels oder fröhliche Schule, eine programmatische Aussage ist, die am ehesten mit dem Begriff der Spielfreude zum Ausdruck gebracht werden kann. Das Spiel von Kindern und Jugendlichen dient nicht nur einem Bildungszweck sozusagen, also der außerhalb des Spiels liegt, sondern Vittorino da Feltre hat hier schon erkannt, dass das Spiel einen Bildungswert in sich hat. Und insofern sind wir hier ein Schrittchen weitergekommen. Ich merke gerade, ich kann das auch noch groß machen sozusagen. Das ist, glaube ich, noch besser zu sehen. Ja, wenn wir unsere Zeitmaschine nochmal... Herr Hennig, einmal ganz kurz, was ich dazwischen frage. Sie haben eine Präsentation, richtig? Bitte was? Haben Sie eine Präsentation? Hab ich, ja. Gut, weil wir sehen die nämlich hier nicht. Also, okay. Sie müssten einer Ihren Bildschirm geben. Gut. Dann gucke ich mal, dass das funktioniert. So, jetzt sind wir da. Okay, super, danke schön. Ja. Gut, also wenn ich die Zeitmaschine jetzt nochmal anwerfe und ein bisschen weiter fahre sozusagen, dann gibt es eine weitere Station, die wichtig ist und die ist verbunden mit dem Namen Friedrich Fröbel vor allen Dingen. Und da sind wir am Beginn der Moderne und im Zeitalter der Aufklärung und hier ist dann endgültig sozusagen auch die Wiege der Spielpädagogik, hier ist dann deutlich, dass Spiel auch etwas mit Erziehung zu tun hat. Es ist ja bekannt, dass Friedrich Fröbel eine Kindergartenkonzeption entwickelt hat und auch einen Kindergarten gegründet hat und gleichzeitig aber auch ein sehr komplexes Spielzeugverbundsystem, damit verbunden eben auch einen ersten Entwurf von Spielpädagogik. In dieser Zeit wird zunehmend anerkannt, dass Kinder in die Schule gehen sollten, dass Kinderarbeit in zunehmendem Maße verboten wird, auch wenn das noch nicht in der Praxis immer ankommt sozusagen. Aber in diesem Zeitabschnitt ist es dann endgültig bekannt, dass Spiel für die Erziehung von Bedeutung hat und Spiel eine bildende Wirkung hat. Ja. Soweit der historische Rückblick. Friedrich Fröbel hat das nochmal zusammengefasst mit den Worten, das Spiel ist ein Spiegel des Lebens, des eigenen und des fremden Lebens, des Innen- und Umlebens, aber in Freiheit der Darstellung und doch getragen von innen, vom inneren Gesetze und deshalb das Leben verschönt und geklärt zu begeben. Ja, so schrieb man damals, stark auch romantisch geprägt sicherlich, aber eben ein wichtiger Beitrag überhaupt zur Entwicklung dessen, was wir möglicherweise heute Spielpädagogik nennen. Die Frage, die ich zum Ende dieses Rückblicks stellen will, ist nach meiner Auffassung die entscheidende Voraussetzung für
das, was wir pädagogisch mit dem Spiel machen können. Und ich habe Ihnen hier mal eine Darstellung von dem amerikanischen Psychologen Joseph Levy gezeigt. Die hat er bereits in den 70er Jahren entwickelt. Und ich finde die nach wie vor, Moment, sehr, sehr hilfreich, weil aus dieser Abbildung hervorgeht, welche Merkmale sozusagen das Spiel hat. Und Joseph Levy hat vorgeschlagen, sozusagen drei Merkmale anzuerkennen, die uns helfen, Spieltätigkeiten, Spielverhalten zu erkennen, sozusagen. Und diese drei Merkmale sind hier ganz rechts dargestellt. Wir sprechen von Spiel, wenn Kinder aus sich selbst heraus intrinsisch motiviert eine Tätigkeit aufnehmen. Wir sprechen vom Spiel, wenn Kinder sich selbst etwas ausdenken im Spiel, also das ist das Element der Fantasie. Und wir sprechen vom Spiel, wenn Kinder das auch selbst kontrollieren. Wenn diese drei Merkmale, selbst sich etwas ausdenken, selbst sich für ein Spiel entscheiden und selbst das Spiel kontrollieren, zusammenkommen, dann ist es eine gewisse Wahrscheinlichkeit nach der Meinung von Joseph Levy, dass hier es sich um Spiel handelt sozusagen. Ja? Das wäre meine Antwort auf das Thema, was ist Spiel oder auf die Frage. Und Joseph Levy hat darauf hingewiesen, dass im Spiel eben auch Kinder eine Persönlichkeit ausbilden, ein Selbst ausbilden. Und deswegen auch nochmal der Kontrast, dem gegenüber steht sozusagen die extrinsische Motivation, die Realität und die Fremdkontrolle. Und insofern hat das Spiel eben auch für Kinder eine hohe Bedeutung in der Herausbildung ihrer Persönlichkeit und ihrer eigenen Entwicklung, der Herausbildung ihres Selbst. Nach meiner Auffassung sind das die Kernmerkmale dessen, was wir Spiel nennen können. Es ist immer wieder vorgeschlagen worden, diese Kernmerkmale zu erweitern und weitere Merkmale. Zum Beispiel gab es den Vorschlag, das Spiel immer mit positiven Emotionen in Verbindung zu bringen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Ich habe mich dann immer erinnert daran, dass ich beim Spiel laut Auffassung meines Großvaters auch verlieren können sollte und das lernen sollte. Zum Beispiel, mein Mensch ärgert dich nicht. Und wenn ich verloren hatte, hatte ich nicht besonders tolle Emotionen in diesem Zusammenhang. Insofern bin ich nicht sicher, ob das wirklich in jedem Falle mit dem Spiel in Verbindung zu sehen ist, nämlich positive Emotionen. Das Spiel kann durchaus auch eine gewisse Anspannung vertragen, wenn es darum geht, in Wettbewerb miteinander zu treten und unter Umständen auch das Gegenteil, wenn wir eher kooperativ unterwegs sind. Aber ob das in jedem Fall mit positiven Emotionen verbunden ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass Kinder mit Emotionen spielen im Spiel und das kann durchaus in unterschiedliche Richtungen gehen. Also wie gesagt, das sind die Kernmerkmale und das ist wiederum die Grundlage für die nächste Frage, die ich stellen will. Wie kann man das Spiel jetzt sozusagen pädagogisch begleiten, anleiten möglicherweise sogar, oder muss man das ganz lassen sozusagen? Damit wäre ich bei meiner zweiten Frage: spielen lassen oder spielen anleiten. Ich bin der Meinung, dass das geht, dass wir Spiele pädagogisch begleiten können. Und ich habe das Vergnügen gehabt, vor vielen, vielen Jahren an der Universität in Dortmund einige Spielseminare durchführen zu können und daraufhin dann eben auch das Buch Einführung in die Spielpädagogik geschrieben. Und damals war das unter Kollegen äußerst umstritten, ob es das überhaupt gibt. Und mir hat ein Kollege mal gesagt, das, was Sie da schreiben, das gibt es eigentlich gar nicht. Inzwischen ist das Buch seit über 25 Jahren auf dem Markt und immer wieder erweitert worden. Insofern glaube ich schon, dass wir von einer Spielpädagogik sprechen können. Das wäre zunächst mal so der erste Ansatz. Ja. Wie kann man das eigentlich eingrenzen sozusagen? Ich denke, dass es vor allen Dingen um Tätigkeiten geht, die das Spiel unterstützen, möglicherweise auch anregen, aber auch ermöglichen. Ja. Das heißt, bei der pädagogischen Begleitung des kindlichen Spiels geht es sehr stark darum, auch bestimmte Umgebungsvoraussetzungen, bestimmte Materialien bereitzustellen, die das Spiel von Kindern ermöglichen. Das ist zunächst mal sozusagen ein Angebot, was man den Kindern macht. Und da sind wir noch nicht so wahnsinnig aktiv beteiligt. Aber es kann auch sein, dass wir zur Unterstützung des Spiels sozusagen in das Spiel hineingehen müssen, mit den Kindern mitspielen müssen, ihnen dort im Spiel auch Anregungen geben müssen.
Und deswegen ist die problematische pädagogische Situation hier tatsächlich, dass wir immer zwischen Aktivität und Passivität sozusagen hin und her sozusagen gehen müssen und immer wieder ausloten müssen, welches Maß an Aktivität ist notwendig und können wir auch die Kinder einfach nur mal spielen lassen. Das bedeutet, wir müssen sehr sensibel sein für das, was die Kinder von den Kindern sozusagen kommt und was in Bezug auf die Kinder hier an Unterstützung notwendig ist oder auch gelassen werden kann. Das kann man also immer nur situativ und bezogen auf die einzelnen Kinder entscheiden. Ja? Aber ich bin eben der Meinung, dass es solche Tätigkeiten gibt. Ich werde gleich mal ein paar hier im Überblick zeigen. Inwieweit das in der Schulpädagogik anerkannt ist und dort einen Platz hat, ist durchaus die Frage, wenn wir hier über Methodik sprechen im Bereich der Schulpädagogik, dann geht es hier zum Beispiel im Anschluss an Hilbert Meyer um sehr zielgerichtete, organisierte Interaktionen, die dann auch noch auf ein Thema oder auf einen Sinn bezogen sind, auf die Vermittlung von Inhalten gewissermaßen. Ich sehe eher Chancen im Bereich der Sozialpädagogik, im Bereich der sozialpädagogischen Methoden, weil hier auch so eine gewisse Offenheit für das, was von Kindern und Jugendlichen da ist, kommt sozusagen, hier auch geschaffen wird und sicherlich damit auch Strukturen verbunden sind. Deswegen hat Hans Thiersch mal die Methoden der Sozialpädagogik als strukturierte Offenheit bezeichnet. Ja. In meinem Fach Heil- und Sonderpädagogik geht es vor allen Dingen um Kinder mit Beeinträchtigungen, mit Belastungen, mit Schwierigkeiten in der Entwicklung, im Lernen. Und wir haben festgestellt, dass diese Kinder häufig sehr gezielt in ihrem Spiel unterstützt werden müssen. Wichtig ist nur, dass wir das Spiel eben auch in diesem Zusammenhang nicht nur benutzen, um irgendwas anderes damit zu erreichen, sondern dass wir das Spiel sozusagen selbst fördern und auch die Spieltherapie ist eine Therapie hin zum Spiel gewissermaßen. Das Spiel selbst hat offensichtlich auch eine fördernde oder sogar heilende Wirkung. So haben wir in der Praxis festgestellt. Es gibt wenig Untersuchungen dazu. Ja. Beim Spielen, so sagt Andreas Fiedner, lernt das Kind in erster Linie, dreimal dürfen Sie raten, genau, spielen. Das finde ich nach wie vor den zentralen Satz, den es dazu gibt. Und deswegen zitiere ich ihn hier auch nochmal. Beim Spielen lernt das Kind in erster Linie spielen. Daran sollte man immer denken, wenn man Spiel fördert, dann geht es auch eben um die Förderung des Spiels. Man kann versuchen, in seinem spielpädagogischen Angebot sich an ein paar Prinzipien auszurichten. Dabei geht es zunächst mal darum, dass wir anerkennen, dass Spiel sehr vielfältig ist. Im Spiel geht es um Interaktion auf jeden Fall. Das ist äußerst interessant, weil wir erleben ja gerade in dieser Pandemie, wie wirklich bedeutsam und existenziell bedeutsam das ist, was Kinder zwischen ihnen sozusagen aushandeln, was zwischen ihnen passiert, wie wichtig ihnen Freundschaften sind, wenn sie gefragt worden sind, warum möchtest du denn gerne wieder in die Schule gehen, in den Medien beispielsweise, dann haben sie in erster Linie gesagt, dass sie ihre Freunde treffen wollen. Und es wird nach wie vor unterschätzt, im Spiel hat das eine ganz hohe Bedeutung, eben der soziale Aspekt. Ich habe eben schon gesagt, Kinder dringen in die Spielsituation ihre Gefühle ein und vor allen Dingen auch belastete Gefühle oder belastende Situationen werden nachgespielt, deswegen hat das eben auch emotionale Anteile. Sie haben allerdings auch dadurch, dass sie sich selbst etwas ausdenken, durchaus auch Denkleistungen zu erbringen und insofern hat das Spiel eben auch kognitive Aspekte. Wir wissen, dass Kinder im Spiel ein großes Interesse an Bewegung, an motorischen Erfahrungen haben beispielsweise. Auch das gehört mit dazu. Und wir wissen so aus der jüngeren Hirnforschung ganz deutlich, auch aus der medizinischen Forschung, dass das Spiel beispielsweise mit entsprechenden Hormonausschüttungen einhergeht, die bedeutsam sind für auch zum Beispiel die Hirnentwicklung. Und wir wissen, dass die ersten 6 Lebensjahre im Grunde genommen noch dazu beitragen, dass das Gehirn von Kindern sich ausprägt, sich ausdifferenziert. Vera Tüter hat darauf hingewiesen, André Zimpel auch. Und das Spiel ist in diesen Lebensjahren also bedeutsam sogar für die Hirnentwicklung. Diese verschiedenen Aspekte sollte man bei der Unterstützung des Spiels berücksichtigen. Deswegen ist ein spielpädagogisches Prinzip die Multidimensionalität.
Dann müssen wir lernen, das Spiel weniger zu kontrollieren, weniger zu beurteilen. Erwachsene machen das relativ schnell. Deswegen ist es ganz wichtig, eine gewisse Akzeptanz zunächst mal auch an den Tag zu legen für Ideen, Themen der Kinder, offen sein, flexibel darauf reagieren. Und in der Hauptsache beschäftigen wir uns bei der Spielpädagogik mit der Gestaltung von Situationen. Und ich bin der Meinung, dass diese Situationen nicht immer perfekt, nicht immer fertig sein müssen, sondern Situationsgestaltung bedeutet hier, dass wir den Kindern Möglichkeiten eröffnen, dass diese Situationen unfertig sind, dass sie etwas gestalten können, sozusagen. Ganz konkret kann man diese verschiedenen Formen von spielpädagogischen Handeln unterscheiden. Im engeren Sinne geht es darum, dass Spiel eben nicht nur Mittel ist, sondern auch Ziel. Spiel als Ziel und Mittel der Erziehung. Und hier können wir durchaus Formen der Unterstützung des Spiels eben unterscheiden und eben auch Formen der Förderung des Spiels. Demgegenüber gibt es so eine Spielpädagogik im weiteren Sinne, wo das Spiel eher als Mittel der Erziehung gesehen wird. Hier sind zum Beispiel die Lernspiele einzuordnen, möglicherweise auch die Interaktionsspiele, mit denen man versucht, soziale Kompetenzen zu fördern. Und wir sprechen hier mit einem Wort von Hans Scheuerl von spielerischer Einkleidung. Und man sollte sich hier sehr genau Rechenschaft ablegen darüber, ob hier das Spiel noch gefördert wird oder etwas anderes mit dem Spiel. Wir sind in der Pädagogik häufig in diesem Bereich tätig, nutzen das Spiel, weil es angenehm ist für die Kinder, um damit aber etwas anderes zu erreichen. Das ist nicht komplett verwerflich, aber es ist eben auch keine Förderung des Spiels im engeren Sinne. Soweit nun zumal mal ein Überblick dazu. Und wenn wir uns abschließend in meinem Beitrag das nochmal deutlich machen, dann in Bezug auf die Zukunftsperspektive, welche Bedeutung hat das Spiel eben auch für Teilhabe, für Inklusion, dann habe ich hier nochmal die verschiedenen Aspekte, die im Spiel stecken, aufgeführt. Und es ist halt so, dass Kinder über diese verschiedenen Aspekte der Spielentwicklung auch ja, sozusagen Kontakt zur Umwelt aufnehmen. Das ist ihr Weltbezug gewissermaßen und das ist sozusagen ihre Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und gerade weil das so vielfältig ist, so multidimensional, hat es eine hohe Bedeutung, ein hohes Potenzial für Teilhabe, für Inklusion. Deswegen führe ich das hier nochmal auf. Spiel ist sozusagen mit Entwicklung und Lernen in den ersten Lebensjahren, mindestens in den ersten sechs Lebensjahren, identisch nach meiner Auffassung. Die Kinder lernen im Spiel, sie entwickeln sich im Spiel. Und weil das so vielfältig ist, können auch alle Kinder hier teilhaben, sozusagen. Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt hat die letzten Jahre, weil ich eben aus dem sonderpädagogischen Bereich komme und deswegen ganz besonders auf diese Heterogenitätsdimension Behinderung achte. Das ist nicht die einzige, es gibt viele andere Formen von Heterogenität, wie kulturelle Herkunft, soziale Herkunft, Gender-Aspekte oder was auch immer. Das gehört auch alles mit zur Heterogenität und das Spiel ist, denke ich, sehr gut geeignet, diese Heterogenität auch einzufangen. Deswegen hat es so ein hohes inklusives Potenzial. Und ich habe deshalb mich gefragt, wie man den Spielsituationen gestalten könnte, damit sie inklusiv werden, damit Teilhabe hier möglich wird. Und ich würde hier immer anregen, dass wir die sozialen Aspekte einmal ganz, ganz deutlich in den Vordergrund stellen. Also wer interagiert hier miteinander? Allerdings gehört dazu immer auch, dass wir sozusagen Angebote machen im Bereich Spielmittel, Spielraum. Das habe ich schon erwähnt. Unter Umständen kann aber auch ein bestimmtes Spielthema ein Anreiz sein. Ich habe neulich eine Spielaktion zum Thema Regenbogen mitgemacht, was also sehr, sehr schöne Angebote für die Kinder enthielt, die alle unter dem Thema Regenbogen zusammengefasst worden sind. Das kann auch sehr viele Anregungen enthalten. Und hier waren eben auch viele unterschiedliche Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen dabei. Was wir häufig vergessen, ist eben auch die Frage, wie wir mit der Zeit umgehen, die Kinder für das Spiel haben. Und gerade der Umgang mit der Zeit in modernen Gesellschaften ist durchaus nicht immer kinderfreundlich. Und sie werden häufig von Erwachsenenzeiten, von Arbeitszeiten, von institutionellen Zeiten sozusagen überformt. Und ihre eigene Zeitempfindung steht dem möglicherweise in Konflikt entgegen. Und der Punkt, wann ist sozusagen die Spielsituation eine inklusive, ist nach meiner Auffassung durch die Qualität der Interaktion bedingt.
Wir benötigen für Inklusion eine besonders intensive Form des Umgangs miteinander. Und in dieser besonders intensiven Form müssen zwei Dinge zusammenkommen. Auf der einen Seite muss die Chance bestehen, dass alle teilhaben und alle einbezogen werden. Auf der anderen Seite, und das wird häufig vergessen, muss allerdings auch die Möglichkeit bestehen, dass alle etwas beitragen. Und diese beiden Aspekte sollten zusammengehören. Und das gilt eben auch, wenn ich das aus meiner Sicht mal sagen darf, aus meinem Fach heraus, das gilt eben auch für Kinder mit Behinderung. Sie werden nicht nur einfach großzügig mit einbezogen, sondern sie bringen auch einen Beitrag. Sie verändern die Spielsituation und sie bereichern die Spielsituation, sie erweitern die Spielsituation. Es gilt vor allem für Dinge, für multisensorische Angebote, es gilt für Angebote, die im Bereich der Motorik auch anzusiedeln sind. Gestaltung von Spielräumen und das wiederum, und das ist die Pointe der Inklusion, der Inklusionsentwicklung, das kommt allen als eine verbesserte Qualität der Spielsituation zugute. Soweit ein Ausblick in die Zukunft. Das ist das, womit ich mich in den letzten Jahren intensiver beschäftigt habe, vor allen Dingen in Bezug auf Kindertageseinrichtungen, vielleicht auch noch auf die ersten Schuljahre. Da ist das von Bedeutung. Und ich glaube, das sollten wir noch stärker in den Fokus nehmen, dass eben hier auch Teilhabe bedeutet, Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Ja, zum Abschluss ein Wort von Astrid Lindgren, die ich über ihre Kinderbücher hinaus auch als Person entdeckt habe in den letzten Jahren, in ihrem Wirken, nicht nur als Verlegerin, sondern auch in den politischen Wirken. Und sie hat mal sehr, sehr schön zusammengefasst, was das Spiel für eine Bedeutung haben sollte. Und sie hat gesagt, Kinder sollten mehr spielen, als viele es heutzutage tun. Denn wenn man genügend spielt, solange man klein ist, dann trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man später ein Leben lang schöpfen kann. Ich finde, das hat sie schön gesagt. Ich komme zum Schluss und würde das gerne nochmal zusammenfassen. Spielen ist für mich eine fantasievolle, selbstbestimmte und selbstkontrollierte Tätigkeit, ganz besonders in den ersten Lebensjahren, bis weit in die Schulzeit hinein. Und es ist eine Tätigkeit, die gleichbedeutend ist mit Lernen und Entwicklung. Das Spiel hat meiner Meinung nach bildenden Charakter und gehört deshalb zu den unverzichtbaren pädagogischen Angeboten, nach meiner Auffassung in allen Bildungseinrichtungen. Und insofern sollten wir uns über die Bedeutung des Spiels auch für die kindliche Entwicklung und die kindliche Bildung sozusagen im Klaren sein. Und in die Zukunftsperspektive ist es nach meiner Auffassung, dass wir noch stärker diesen Aspekt der Teilhabe aller Spielenden und des Beitrags aller Spielenden zum Spiel sehen sollten. Und deshalb bin ich der Meinung, dass das Spiel auch eine hohe Bedeutung für die Inklusion hat. Ja, darauf weise ich nochmal hin, Einführung in die Spielpädagogik. Das ist mein Versuch gewesen, das Ganze hier auszuführen, zusammenzufassen. Vielleicht haben Sie Lust, mal reinzuschauen. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.